Gerichtsverhandlung in Catania, Sizilien. Eine junge Frau starb. Ärzte hatten aus Gewissensgründen eine Abtreibung verweigert, die ihr Leben hätte retten können. Jetzt kämpft die Familie um Gerechtigkeit für Valentina. Wir hoffen, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Valentina kommt leider nicht zurück. Diese verdammten Ärzte arbeiten immer noch weiter im Krankenhaus, als wäre nichts geschehen. Das ist nicht richtig. Angeklagt sind 7 Ärzte des Krankenhauses, in dem die 32-jährige Valentina Miluzzo ihr Leben verlor. Die Chancen für die Familie stehen allerdings schlecht. In Italien dürfen Ärzte eine Abtreibung aus Gewissensgründen ablehnen. Eine Frau, der man einen Schwangerschaftsabbruch verweigert und die deshalb stirbt. In Italien, mitten in Europa. In vielen Ländern Europas gehen Frauen wieder für ihre Rechte auf die Straße, kämpfen auch für das Recht auf Abtreibung. Wir glauben, dass wir fortschrittliche Abtreibungsgesetze haben, die Frauen ein gewisses Recht auf Zugang zu Abtreibungen garantieren. Aber was wir stattdessen sehen, sind ziemlich verstaubte Gesetze. Valentina Miluzzo aus Catania. Die junge Frau war verheiratet und erwartete Zwillinge mit Hilfe künstlicher Befruchtung. Wunschkinder. Meine Tochter Valentina arbeitete bei einer Bank in Palagonia. Sie hatte einen wichtigen Auftrag und musste nach Mailand, um einen speziellen Kurs zu machen. Sie sollte dort Direktorin werden. Am 29. September hatte sie den Termin bei ihrem Gynäkologen, den sie selbst bezahlte, weil er versprochen hatte, wenn du im September kommst, werde ich dir das Geschlecht der Zwillinge sagen. Die Untersuchung ergab, dass der Muttermund bereits geöffnet war. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus in Catania überwiesen. Dort zeigte der Ultraschall zudem, dass die Föten keine Überlebenschance hatten. Ein Eingriff kommt für die Ärzte aber nicht in Frage. Sie lehnen aus Gewissensgründen jeden Abbruch ab. Ich hatte nie von Gewissensverweigererärzten gehört. Später haben wir erfahren, dass alle Ärzte in der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses zu 100% Verweigerer sind. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine Tochter nicht dorthin gebracht. Valentina bleibt im Krankenhaus. Mit großen Schmerzen, erzählt der Vater. Sie solle auf den natürlichen Abgang der Babys warten. Nach 12 Tagen stirbt ein Fötus. Die junge Mutter ist inzwischen ernsthaft krank. Die Körpertemperatur schwankt stark, dazu niedriger Blutdruck. Es sieht alles nach einer Blutvergiftung aus, verursacht durch das verstorbene Baby. Trotz großer Schmerzen bekommt sie nur Paracetamol. Sonst nichts. Liebling, wie geht es dir? Mama, ich sterbe, sagte sie zu meiner Frau. Mama, ich sterbe. Und diese Verbrecher taten nichts, überhaupt nichts. Erst jetzt holen die Ärzte das tote Baby. Die Blutvergiftung behandeln sie nicht, klagt der Vater. Sie wollen wohl warten, bis auch der Herzschlag des zweiten Kindes erlischt. Die Familie muss hilflos mit ansehen, wie Valentina mit dem Tod kämpft. Wir hörten von draußen an einem bestimmten Punkt einen Schrei von Valentina. Aber wir wussten immer noch nicht, was da los war. Also ein Schrei von Valentina. Danach nichts mehr.
Der Arzt sagt, ja, es ist ernst, wir müssen sie zur Wiederbelebung bringen. Sie kommen heraus, meine Tochter ist intubiert. Ich berühre sie. Kalt. Fredda. Der tragische Todesfall der jungen Frau geschah 2016. Valentinas Eltern kämpfen seitdem um Gerechtigkeit. In der italienischen Öffentlichkeit sorgt der Fall Valentina für Aufsehen. Das Krankenhaus sieht keine Fehler in der Behandlung. Der Tod der werdenden Mutter sei nicht zu vermeiden gewesen. Die Ärzte haben inzwischen angegeben, dass sie zu den Gewissensverweigerern gehören, die die Durchführung einer Abtreibung ablehnen. Für Valentina gehen viele Italienerinnen auf die Straße. Sie protestieren dagegen, dass die Gewissensfreiheit der Ärzte wichtiger sei als die Gesundheit der Frauen. Auch in Rom wird protestiert. Dabei ist die römische Politikerin und Ärztin Elisabetta Canitano. Sie kämpft seit Jahren für Frauenrechte in Italien. Die Situation wird immer schlechter, sagt sie. Es gibt einen wachsenden Druck von Seiten religiöser Organisationen und von der Gruppe der Gewissensverweigerer. Sie behaupten nämlich, dass Embryonen und Föten schon vollwertige Menschen sind. Genauso wie die Frauen. Gli embrioni e i feti sono persone come le donne. Dies ist ein internationaler Vorstoß, der auch in Italien Unterstützung findet. Che anche in Italia trova un sostegno. In Italien dürfen Frauen seit 40 Jahren abtreiben. In den ersten 3 Monaten nach einem ärztlichen Beratungsgespräch. Aber die Ärzte unterliegen nur der eigenen Gewissensentscheidung. Und über 70% der Frauenärzte verweigern Beratung und Abtreibung. Tendenz steigend. In Brüssel beobachtet Neil Dutta diese Entwicklung mit Sorge. Er ist Spezialist für europäische Fragen des Reproduktionsrechts und der Frauengesundheit. Das war eine Idee katholischer Denker. Und damals erschien sie ja auch vernünftig. Aber die Realität in Italien sieht so aus, dass es nicht mehr um die persönliche Gewissensentscheidung geht, sondern darum, nichts mehr mit dem Akt zu tun zu haben, gegen den es Vorbehalte gibt. Es hat sich zu einem System entwickelt, das darauf ausgelegt ist, Frauen die medizinische Versorgung zu verweigern. Das hat in Italien zur Folge, dass Ärzte, die keine Gewissensverweigerer sind, in ihrer Karriere behindert werden. Deshalb ist die Zahl dieser Verweigerer in bestimmten Regionen Italiens so hoch. In Rom möchten fast 80% der Frauenärzte mit Abtreibung gar nichts zu tun haben. Auch schwierig? Pränataldiagnostik. Es ist nichts mehr übrig. Wir sehen also diesen religiösen Drang, unser Gesundheitswesen zu erobern. Was das bedeutet? Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel. In der Region Latium ist die gesamte Pränataldiagnostik religiös. Das heißt, wir haben derzeit in Latium kein weltliches Institut, das Pränataldiagnostik an Föten durchführt. Der Zugang zu Abtreibung, zu Beratung außerhalb der kirchlichen Wertevorstellungen, in Italien schwer. In Deutschland ist es in den letzten Jahren auch nicht leichter geworden. Abtreibung ist hier grundsätzlich strafbar. Wenn Frauen allerdings eine offizielle Beratungsstelle aufsuchen, können sie bis zur 12. Woche straffrei abtreiben. Aber auch hier wollen immer weniger Ärzte mit dem Eingriff zu tun haben. Ihre Zahl ist stark gesunken. Waren es 2003 noch etwa 2050 Ärzte und Kliniken, so sind es 2021 noch 1110.
ein Rückgang von 46%. Beispiel Münster. Seitdem der letzte Abtreibungsarzt mit eigener Praxis in Rente gegangen ist, ist die Studentenstadt stark unterversorgt. Noch zwei Ärzte bieten Abtreibungen an. Trotz der vielen Studenten, im katholischen Münster sind viele gegen das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Jedes Jahr findet hier der 1000-Kreuze-Marsch statt. Christen demonstrieren in der Innenstadt unter dem Motto Recht auf Leben. Auch für die Beratungsstelle Pro Familia ist es ein Problem, dass Gynäkologen hier keine Abtreibungen mehr vornehmen wollen. Wir haben viel zu wenige Ärzte, die noch einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können, also die die Ausbildung haben und auch die Möglichkeiten haben und sich bereit erklären, diese Arbeit zu machen. Das hängt auch wiederum mit der Stigmatisierung zusammen und mit der Kriminalisierung, die diese Arztpraxen erfahren. Zwei Ärzte haben jetzt aus Altersgründen aufgehört. Das heißt, wir müssen viele Frauen sehr in weit entfernte Praxen oder Kliniken sogar schicken. Bis zu 150 Kilometer Fahrt, eine Strecke, gelten in Deutschland als zumutbar für Frauen, die abtreiben wollen. In Münster passiert das immer wieder. Wir haben es eben nicht hier vor Ort. Und wenn jetzt eine Frau im Münsterland wohnt, muss sie erstmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Münster kommen und dann muss sie nach Osnabrück und dann muss sie dort in die Klinik. Weil hier in Münster gibt es zwar viele Kliniken, aber die sind alle konfessionell gebunden, führen keine Schwangerschaftsabbrüche durch. Wie schwer es ist, Ärzte zu finden, die Abtreibungen durchführen, hat diese Mutter aus Münster erlebt. Sie möchte anonym bleiben. Ich habe dann da gesessen mit meinem Mann abends, habe Abtreibung Münster gegoogelt und es kam einfach kein Ergebnis. Und dann bei den gynäkologischen Praxen auf die Homepages geguckt. Und das stand einfach nirgendwo. Und ich, wir haben das nicht glauben können. Wir haben immer gedacht, wir suchen falsch oder wir... Naja, aber als wir dann bei der Beratung waren, wurde uns auch ganz klar gesagt, das ist nicht vorgesehen, dass diese Beratung, die eben dafür da ist, Möglichkeiten aufzuzeigen, eben auch Möglichkeiten aufzeigt zur praktischen Durchführung eines Abbruchs. Die zweifache Mutter trifft ihre Entscheidung. Sie glaubt, ein weiteres Kind überfordert die Familie. In der Beratung werden sie und ihr Mann nach ihren Beweggründen gefragt, erhalten aber keine Adressen. Die beiden Münsteraner Ärzte sind im Urlaub. So fährt sie ins 100 Kilometer entfernte Bielefeld und bekommt dort die Abtreibungspille Mifegyne. Man nimmt das erste Medikament vor Ort und fährt dann nach Hause. Beziehungsweise ich musste direkt zur Arbeit weiterfahren, weil ich für den Tag nicht frei bekommen konnte. Und das zweite Medikament nimmt man dann ein paar Tage später zu Hause bei sich. Wenig später fährt sie wieder nach Bielefeld zur Nachuntersuchung. Dort hat sich dann herausgestellt, dass zwar die Frucht abgegangen war, aber die Fruchtblase noch da war und das hätte zu Infektionen führen können, weswegen dann eine Ausschabung gemacht werden musste. Den Eingriff soll sie in Münster vornehmen lassen, im katholischen Krankenhaus. Den Grund für die Ausschabung soll dort aber niemand erfahren, rät ihr ihre Bielefelder Ärztin. Die hat dann auf die Überweisung zwar geschrieben, dass eine Ausschabung notwendig ist, aber nicht, dass sie aufgrund eines oder nach einem Abbruch eben notwendig geworden ist und hat mir auch ganz klar gesagt, ich soll das besser nicht sagen. Sie hat mir, glaube ich, einfach dazu geraten, das zu verheimlichen, weil sie wusste, was passieren kann. Dass man eventuell behandelt wird, aber vielleicht hinterfragt wird oder gefragt wird. Also ich hatte immer die Angst und Sorge, dass diese Operation nicht durchgeführt würde, wenn rauskommt, dass es aufgrund eines Abbruchs ist. Bis heute spricht sie mit niemandem über den Eingriff. Aus Scham. Also ich glaube, dass komplett eine gesellschaftliche Debatte fehlt über dieses Thema. Und ich glaube auch, dass es der Gesellschaft nicht bekannt ist, wie schwer es Frauen heute immer noch gemacht wird oder auch Paaren. Dazu kommt ein weiteres Phänomen in Deutschland: Proteste vor den Beratungsstellen. In Münster immer am 22. eines Monats.
Ich hatte zweimal Auseinandersetzungen durch Lebensschützerinnen, die in unsere Beratungsstelle eingedrungen sind. Das war auch Freitagnachmittags, wo ich dann zufällig alleine war, die ich schwer bewegen konnte, wieder mich zu verlassen. Dann fühlt man sich nicht ganz so wohl. Ne? Führe alle Seelen in den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Kniend und singend harren die Männer an diesem Tag vor der Beratung aus. Verstehen Sie, dass Frauen, die hier vielleicht herkommen, um sich beraten zu lassen, das nicht so recht ist, dass sie hier stehen? Das kann ich verstehen. Es ist natürlich, wir leben in einer Demokratie, wir haben Versammlungsfreiheit. Deswegen gehen wir als Gebetsgruppe, wie Sie sehen, wir haben Bilder dabei, aber keine anklagenden Bilder, gehen wir auch in die Öffentlichkeit in der Hoffnung, auch da was verändern zu können. Wir haben ja auch diese Reaktion bei Frauen, da was unter Umständen in Bewegung bringen oder auch vielleicht Verwundung aufreißen. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber wenn da ein Denkprozess in Gang kommt dadurch. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. In Deutschland gibt es inzwischen diese Art der Proteste vor vielen Beratungsstellen. Zum Beispiel auch in Frankfurt, wo mittlerweile eine Bannmeile angeordnet wurde. Im Netz geht der Protest gegen Abtreibung noch weiter. Etwa auf der Seite Babykaust. Namentlich werden hier die Abtreiber in Deutschland aufgeführt, ihre Arbeit mit dem Holocaust verglichen. Das hat Folgen für die Ärzte und Ärztinnen. Da sind dann Drohmails, wo mich jemand umbringen will, also wo direkt damit gedroht wird. Dann halt diese sogenannten Christlichen, also die mich dann einfach nur so in der Hölle braten sehen wollen. Und dann so mit, ja, die Strafe wird schon kommen, aber es ist so klar, wenn sie mich verbrennen dürften, dann würden sie es sofort tun. Christina Hähnel wurde zum Gesicht der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die offen über Abtreibung informieren und reden wollen. Sie steht dazu, kämpft vor Gericht für das Recht, über den Eingriff auf ihrer Homepage zu informieren. Das hatte Folgen. Wenn ich als Embryo eine Waffe hätte, würde ich sie vorher abknallen, das ist ja wohl klar. Haben Sie eigentlich Kinder? Sie sind eine Massenmörderin. Ach, Sie wollen trotzdem Frauen helfen, Mörderinnen zu werden? Einem hässlichen Gnom, den man nicht mögen will. Deutsche Babymörderin. Haben Sie manchmal Angst um Ihr Leben? Immer mal wieder ja, und dann geht das auch wieder weg. Und dann denke ich, ja, ich bin einfach auch zu bekannt, als dass man mir was tut. Aber andererseits denke ich dann, naja gut, das sind alles so fanatische Leute. Und wenn sogar der Papst sagt, wir sind Auftragsmörder, dann könnte ja jemand kommen und sagen, ich mache das jetzt für Gott, dass ich diese Frau umbringe. Ein menschliches Wesen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen. Christina Hähnel will, dass sich Frauen offen informieren können und Zugang zu medizinischer Versorgung haben, wenn sie eine Abtreibung wünschen. Doch der Paragraph 219a verbietet eine Information über Schwangerschaftsabbrüche, da er dies mit Werbung gleichstellt. Früher, klar, hat man sich vielleicht über Informationsbroschüren beim Arzt oder in der Beratungsstelle informiert. Aber seitdem es das Internet gibt, ist es ja
total normal, dass ich, wenn ich einen Arzt aufsuche oder irgendwas anderes machen möchte, dass ich erstmal mich im Internet erkundige, wo kann ich das machen, was kann ich da machen, welche Methoden bietet ein Arzt an, was sagen die anderen, ist das eine gute Praxis oder ist da jemand unfreundlich? Sowas will ich ja auch wissen, wenn ich irgendwo hingehe. Und das macht man heutzutage übers Internet. Christina Hähnel hat nun Verfassungsbeschwerde eingelegt. Frauen sollen das Recht auf Information im Netz bekommen. Polen ist eines der europäischen Länder, die Abtreibung vor kurzem gesetzlich weiter eingeschränkt haben. Das hat zu massiven Protesten geführt. Abtreibung war seit 1993 in 3 Fällen erlaubt. Bei Todesgefahr für die Mutter, Vergewaltigung oder bei einer unheilbaren Erkrankung des Fötus. Letztere Möglichkeit wurde im Herbst 2020 abgeschafft. Wenige Monate davor, im Juni. Tausende gehen auf die Straße und protestieren gegen das geplante Abtreibungsgesetz der nationalkonservativen Peace-Partei. Das Gesicht der Bewegung? Marta Lempart, die bekannteste Frauenrechtlerin Polens. Wir haben heute gegen vieles demonstriert. Gegen den ganzen Hass. Hass gegen Frauen, gegen die LGBT-Leute. Aber auch für richterliche Unabhängigkeit, für Arbeiter, für Ärzte, für Krankenschwestern. Die schrittweise Verschärfung des Abtreibungsrechts kommt einem Abtreibungsverbot gleich. Für Marta Lempart ein Angriff auf die Frauen. Es geht um ein neues Gesetz, das das Parlament verabschiedet hat. Der Präsident hat es noch nicht unterschrieben. Das wird er vielleicht am Montag oder Dienstag machen. Das Gesetz besagt, dass jeder, der eine illegale Abtreibung durchführt, mit Gefängnis bestraft werden soll. Bisher sah das Gesetz auch Geldstrafen vor, also eine klare Verschärfung. Und der Gesetzesentwurf war versteckt im wirtschaftlichen Hilfspaket gegen die Pandemie. Wir haben das gerade erst herausgefunden. Und jetzt warten wir, bis das Gesetz dem Präsidenten vorgelegt wird. Dann wollen wir ihn zu einem Veto zwingen. Die Gesellschaft in Polen ist zwiegespalten. Für den einen Teil ist das neue Abtreibungsrecht ein Gruß aus dem Mittelalter. Die anderen sind der Auffassung, dass endlich das Richtige getan wird. Auch wenn die Proteste heftig sind, ein Großteil der Polen ist zufrieden mit der Gesetzgebung. In dem extrem katholischen Land haben es sich viele so gewünscht. Mit dazu beigetragen hat die radikal-katholische Organisation Ordo Iuris. Was würde euer großer Landsmann, der heilige Papst Johannes Paul II., sagen, wenn ihr jetzt für den Tod demonstriert? Er hat euch gesagt, löst euch vom kommunistischen Kult, kehrt um zum Katholizismus, feiert das Leben und hört auf, dafür zu demonstrieren, kleine Babys zu töten, bevor sie geboren wurden. Unsere Botschaft an Brüssel, Hände weg von der traditionellen Familie. Hände weg von der traditionellen Identität von Mann und Frau. Hände weg von der nationalen Souveränität. Wir befinden uns in einem globalen Krieg zwischen der Kultur des Todes und der Kultur des Lebens. Für die Demonstranten sind sie die Architekten der neuen Gesetzgebung und wichtige Berater der Regierung. Sie verstehen sich als unabhängige katholische Institution. Ihr Einfluss ist in Polen in den letzten Jahren stark gewachsen. Wir können uns vorstellen, was für Ideen sie entwickeln wollen. Es werden die ultrakonservativsten, extremsten Ideen sein, die man sich nur vorstellen kann. Und trotzdem schafft es Ordo Iuris, diese Ideen und sich selber sehr sauber zu präsentieren. Sie kommen daher als nette, seriöse Anwälte in Anzug und Krawatte und sie sprechen eine Sprache, die von einer Pseudo-Menschenrechtssprache durchdrungen ist. Das klingt alles sehr juristisch, auch wenn es das nicht ist. Aber es klingt irgendwie gut.
language, but it sounds good enough. Ordu Juris wird zu einer Feinfigur der Proteste gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Verpisst euch, Ordu Juris, skandiert die aufgebrachte Menge. Denn Ordu Juris hat das neue Gesetz mitentworfen und hat inzwischen auch eine eigene juristische Fakultät gegründet. Katarzyna Gesiak vertritt sie in der Öffentlichkeit. Finanziert werden die strengen Katholiken durch Spendengelder aus dem In- und Ausland. Sie arbeiten vernetzt, gesamteuropäisch. Das Institut Ordo Juris und auch ich persönlich vertreten den Standpunkt, dass Abtreibung Mord am Menschen ist. Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass wir es mit einem Menschen bereits ab der Empfängnis zu tun haben. Entscheidend hierbei ist, dass so eine Person ihr eigenes Genom hat, das sich von dem der Eltern unterscheidet. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass es ein menschliches Genom ist. Ordu Juris geht es um die einheimischen Kinder. Das ist auch für rechtsgerichtete Parteien in Europa ein Motiv, Abtreibungen zu verbieten. Migranten bekommen mehr Kinder als Europäer. Ist das ein Problem? Ja, in der Tat. In der Tat ist die höhere Geburtenrate unter den Migranten als bei Familien, die im jeweiligen Land wohnen bzw. die Staatsbürgerschaft eines EU-Staates haben, beunruhigend. Nicht die Migranten sind das Problem. Es geht vielmehr darum, dass bei den EU-Bürgern ein Problem vorliegt. Unser Lebensstandard steigt. Wir leben immer besser und komfortabler. Und somit ist die Entwicklung etwas unverständlich, dass immer weniger Kinder geboren werden. Dagegen soll eine strikt rechtskonservative Familienpolitik helfen. Abtreibungsgegner haben sich längst international vernetzt. Das letzte große europäische Treffen fand 2019 vor Corona statt. Der World Congress of Families. Seit 24 Jahren treffen hier religiöse Lebensschützer und rechtskonservative Politiker aus der ganzen Welt zusammen. Vordergründig soll hier die klassische Familie gefeiert werden. The world needs heroes, children too. Im italienischen Verona nehmen Tausende an dem Kongress teil. Neben erzkonservativen Politikern und christlichen Größen aus der ganzen Welt auch italienische Lebensschützer und Gegendemonstranten. Der Journalist Adam Ramsey hat sich für die liberale Online-Plattform Open Democracy auf den Kongress Undercover eingeschleust. Während des Kongresses gibt sich Ramsey als Erbe eines großen Vermögens aus, das er gerne zur Verfügung stellen möchte. Ich war beim Weltkongress für Familien und habe mich als potenzieller Geldgeber für konservativ-religiöse Gruppen ausgegeben. Mein Onkel sei gestorben und weil er ein religiöser Mann gewesen sei, suchte ich nun nach Organisationen, denen ich Geld geben könnte. Ich wollte wissen, wie sie aufgebaut sind. So beschreibt Journalist Ramsey, was er dabei auf dem Kongress über mehrere Tage beobachtet hat. Beim Weltfamilienkongress, bei dem ultrakonservative sowie extrem rechte Gruppen aus der ganzen Welt versammelt sind, erleben wir, wie christlich-konservative Bewegungen und die Anti-Abtreibungsbewegung den Schulterschluss mit der AfD und anderen sehr rechten Gruppen in Deutschland suchen. Ramsey dringt in das Innere des Zirkels vor. Intensiven Kontakt hat er mit diesem Mann, Ignacio Azuaga. Er ist der Chef von Citizen Go, eine Art rechtskonservative Online-Bürgerinitiative und Petitionsplattform auf europäischer Ebene.
Die natürliche Familie steht weltweit unter Beschuss. Denn dieser Kulturkrieg, da stimme ich Steve Turlip zu, ist ein globaler Krieg. Feinde der natürlichen Familie gibt es in allen Ländern, in allen Institutionen und Machtstrukturen. Sie kontrollieren die Mehrheit der Mainstream-Medien, die privaten Medien, die politischen Parteien. Extrem konservative und christliche Fundamentalisten finden sich hier zusammen, zelebrieren die echte Familie. Betet für die natürliche Familie, betet für unsere Familien, vertraut auf Gott, auf die göttliche Vorsehung. Citizen Go hat Ableger in vielen Ländern der Europäischen Union. Überall versuchen sie, sich politisch zu vernetzen. Der Familienkongress ist das Netzwerktreffen der Szene. Am Rande des Kongresses bekommt der Journalist Ramsey dann die Möglichkeit, mit dem Citizen-Go-Chef Azuaga zu verhandeln. Er schneidet das Gespräch auf seinem Telefon mit. Wir könnten eine Kampagne in einigen Ländern machen, die wir beeinflussen wollen. Etwa da, wo es Antiglobalisten gibt. Menschen, die die Europäische Union nicht mögen. Parteien, die nicht wollen, dass die EU sich in nationale Angelegenheiten einmischt. Aber gleichzeitig auch Parteien, die uns nahestehen, wenn es um Familienfragen geht. Ich denke da an Polen, Ungarn, Italien, aber auch Deutschland und Spanien. Selbst kleinere Länder wie die Slowakei, aber die haben kaum Mitglieder im Europäischen Parlament. Je größer das Land, desto größer der Einfluss. Er sagte mir, dass ich ihm und seiner Organisation Geld geben könnte, um Gruppen wie die AfD und die Partei Peace in Polen und Fidesz in Ungarn und Vox in Spanien zu unterstützen. Er würde damit Verleumdungskampagnen gegen ihre Gegner durchführen. Er würde also die Parteien nicht explizit unterstützen. Aber er sagte mir, sie hätten enge Verbindungen zu diesen Parteien. Sie treffen sich regelmäßig mit ihnen. Wenn ich seiner Organisation Geld geben würde, würden sie dieses Geld verwenden, um die Gegner dieser Parteien anzugreifen und so Wähler zu den Rechtsaußenparteien zu treiben. Trotz der Proteste vor der Tür, die Spendenbereitschaft für die Ultrakonservativen ist hoch. Ja, die bekommen Geld aus dem Ausland. Wir haben gerade eine Auswertung veröffentlicht, dass allein in den letzten 10 Jahren über 80 Millionen Dollar aus den Vereinigten Staaten nach Europa geflossen sind. Noch mehr Geld kommt aus der Russischen Föderation. Aber die größten Spenden stammen aus Europa selbst. In Italien ist die Stimmung der religiösen Abtreibungsgegner aufgeheizt. Auf Friedhöfen werden abgetriebene Kinder beerdigt. Wie auf diesem römischen Friedhof, dem Cimitero Flaminio. Die Namen der Mütter von abgetriebenen und durch Fehlgeburt verlorenen Föten stehen auf den Kreuzen. Ohne ihr Wissen. Katholische Lebensschutzorganisationen beantragen die Bestattungen bei Krankenhäusern. Das ist gesetzlich möglich. Dann werden die abgetriebenen Föten nach katholischem Ritus beerdigt. Denn die katholische Kirche denkt, dass selbst bei Fehlbildungen, auch wenn der Fötus nicht überleben kann, die Schwangerschaft, wie auch immer, zu Ende gebracht werden muss. Das geht so weit, dass in Rom ein Hospiz entsteht, in dem Familien untergebracht werden, die irgendwie gezwungen sind, die Schwangerschaft fortzuführen. Das führt zur Geburt eines Babys, das nicht überleben kann. Sie können es hier in diesem Hospiz lassen, zum Sterben. Li possano lasciare in quest'ospice in attesa della morte.
In Polen besteht seit Herbst 2020 ein Gesetz, das einem Verbot von Abtreibung gleichkommt. Die Propaganda der Abtreibungsgegner findet sich noch immer im Straßenbild. Auswirkungen hat das auch auf die Arbeit der Ärzte und Krankenhäuser. Mirosław Wilgosz ist Professor für Pränataldiagnostik an der Warschauer Universitätsklinik. Er fühlt sich von der Politik beobachtet. Ich kann mir unsere Arbeit als Diagnostiker, insbesondere in der Pränataltherapie, nicht mehr vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, an solch einem Pranger zu stehen, unter dieser Einschüchterung zu arbeiten. Ich habe immer wieder betont, dass jedes invasive Verfahren und auch die von uns durchgeführten Operationen sehr komplizierte und schwerwiegende Verfahren sind. Auch die einfachsten können mit verschiedenen Komplikationen verbunden sein, auf die wir keinen Einfluss haben. Es kann einfach passieren. Dass ihm der Tod eines Embryos als Abtreibung ausgelegt wird und er dann ins Gefängnis muss, davor hat der Arzt Angst. Jede Diagnose ist nun rechtlich heikel. Wenn diese pränatale Diagnose zu einem Ergebnis führt, das auf eine schwere, irreversible Schädigung oder Behinderung des Fötus hinweist, war das früher natürlich ein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch, wenn die Patientin, und ich betone, nicht der Arzt diese Entscheidung getroffen hat. Nicht jetzt. Diese Zeiten sind vorbei. Selbst bei einem sehr kranken Kind mit einem tödlichen Defekt, bei dem die Prognose im Voraus bekannt ist, bei dem es keine Hoffnung auf Überleben gibt, weil es entweder im Mutterleib oder kurz nach der Geburt sterben wird, selbst dann kann die Patientin keine andere Entscheidung treffen, als die Schwangerschaft fortzusetzen. Kinder wie diese kann er retten. Für die anderen werden Hospize eingerichtet. Dort sollen die Mütter dann auf den Tod ihres Fötus warten. Oder das totgeweihte Neugeborene wird dort betreut. Marta Lempert, ein halbes Jahr nach den Massendemonstrationen. Praktisch haben wir jetzt ein absolutes Abtreibungsverbot, denn früher hatten wir 3 Ausnahmen. Aber eine dieser Ausnahmen war der Grund für 98% der Fälle, also wenn der Fötus irreversible Schäden aufweist. Nachdem diese Ausnahme aufgehoben wurde, blieben 30 bis 40 Abtreibungen im Jahr in Polen. Ich meine natürlich legale Schwangerschaftsabbrüche. Ihr Kampf gegen die PiS-Partei und für Frauen und ihre Rechte hat Marta Lempert in Polen berühmt gemacht. Auf der Straße erkennt man sie. Ihre Ziele erreicht hat sie aber nicht. Es gibt 100.000 illegale Abtreibungen pro Jahr. Einige sprechen sogar von 150.000. Das heißt, dass es zu einer Verlagerung in den illegalen Bereich und ins Ausland gekommen ist. Dann haben also die Frauen keine Rechte mehr, über sich selbst, über ihren Körper zu bestimmen? Doch, diese Rechte haben wir, sie sind unveräußerlich. Aber unser Staat sichert uns diese medizinische Leistung nicht zu und droht uns sogar mit Strafe. Abtreibungen gab es, gibt es und wird es in der Zukunft geben. Das geben die Rechten selbst zu. Die Zukunft sieht Marta Lempert gerade nicht optimistisch. Sie glaubt nicht an eine schnelle Änderung der Verhältnisse. Manche der Frauen, die in Polen nicht abtreiben können, kommen nach Berlin. Sie kommen zu ihr, Sarah Diehl. Die Feministin hilft mit ihrer Organisation Tanta Barbara. Auf Polnisch Ciocia Basza. Ciocia Basza versucht im Grunde so eine Art Rundum-Paket zu machen. Ne? Also sie machen die ganzen Termine für die Frauen aus Polen. Übersetzen bei den Terminen, also bei den Kliniken vor allem und bei der Beratung und haben halt auch ein Privatzimmer, wenn die Frauen bei uns übernachten müssen, also dass sie halt da auch unterkommen bei uns. Und wir helfen denen halt auch finanziell, also dass wir halt wirklich auch gucken über Privatspenden, dass wir eben die ganze Sache auch finanzieren, die Reise, die Prozedur und alles, damit die Frauen eben ja hier so eine Art Rundum-Paket bekommen, um halt eine sichere Abtreibung zu bekommen. In diesem Berliner Ärztezentrum bekommen die polnischen Frauen eine sichere Abtreibung. Seit der polnischen Gesetzesänderung ist die Nachfrage gestiegen. Allerdings nicht dramatisch. Denn schwierig war es auch schon vorher.
Für uns hat sich so weit was verändert, dass wir auch mehr Anfragen bekommen haben. Aber das liegt, glaube ich, jetzt weniger daran, dass das Gesetz verschärft wurde, weil tatsächlich ist es so gewesen, dass die Frauen bei späteren Abbrüchen also schon vorher keine Hilfe mehr in Polen gefunden haben, weil die Ärzte eben solche Angst vor diesem Thema hatten, dass sie das damals schon abgelehnt haben, den Frauen da zu helfen. Also wir hatten schon wirklich vor 3, 4, 2 Jahren immer schon Frauen, die genau in diesen Fällen zu uns gekommen sind, weil die in Polen keine Ärzte mehr gefunden haben, die ihnen geholfen haben. Auch in Deutschland ist es nicht unbedingt einfach. Es gibt halt sehr viele Frauen, die das eben nicht haben, die sich eben wirklich schämen dafür, dass wenn sie ihren Gynäkologen danach fragen oder sich eben die Finger wund telefonieren nach einem Gynäkologen, der dann eben das anbietet oder überhaupt die Information erstmal bekommen, wie die Prozedur überhaupt funktioniert. Abtreibung üben mit Papayas. Ein Workshop der Organisation Doctors for Choice. Studierende der Medizin sollen hier lernen, wie man eine Abtreibung vornimmt. Die Veranstaltung soll auch Vorurteile angehender Mediziner ausräumen. An vielen Universitäten wird der Schwangerschaftsabbruch eben nicht behandelt im Medizinstudium. Und wenn, dann häufig nur in der Medizinethik als ethischer Problemfall oder die rechtlichen Aspekte. Aber die medizinischen Methoden werden häufig eben nicht gelehrt. Und deswegen haben wir eben diese Papaya-Kurse angeboten, damit es einen Raum gibt erstmal, um mit dem Thema überhaupt in Kontakt zu kommen, sich das anzuschauen, vielleicht auch mal diese Instrumente in der Hand zu halten. Viele Studierende dachten, oh Gott, das ist eine riesige Bauch-OP und waren ganz überrascht, dass das ein relativ kleiner Eingriff ist. Und diesen Raum gibt es eben an vielen Universitäten noch nicht. Alicia Bayer hat Doctors for Choice mitgegründet. Aus Sorge, dass Abtreibung in Deutschland bald kaum noch möglich ist. Die Prognose ist eher, dass es sich verschlechtern wird, die Versorgungssituation. Weil eben viele von denen, die noch Abbrüche durchführen, die tun das, weil sie keine Nachfolger finden und machen das jetzt noch ein paar Jahre in die Rente hinein. Aber wenn die dann aufhören, dann muss man echt schauen. Also da sind dringend politische Maßnahmen nötig. Bisher ist da noch nicht viel passiert. Weil Abtreibung praktisch kein Bestandteil des Medizinstudiums ist, will Alicia Bayer mit ihren Studierenden dazu beitragen, die Versorgungslage in Deutschland zu verbessern. Die sind total motiviert, viele, und haben Lust drauf, auch Papaya-Workshops zu veranstalten. Also ich habe schon ein bisschen Hoffnung, und die Hoffnung brauchen wir auch, weil erstmal die nächsten Jahre sehen so versorgungsmäßig gar nicht gut aus, weil immer mehr Ärztinnen, die ja in Rente sind, noch Abbrüche durchführen, aber die müssen ja irgendwann auch aufhören. Und das Mittelfeld sieht echt nicht so gut aus, aber wenn diese ganzen Studierenden, die jetzt so motiviert sind, dann in 10, 20 Jahren soweit sind, vielleicht wird es dann wieder ein bisschen besser werden, wer weiß. Die Beerdigung von Valentina Miluzzo hat sich bei vielen Italienern ins Gedächtnis eingegraben. Der letzte Gerichtstag war vor einem Jahr. Entschieden wurde bis heute noch nichts. Die Wunden bei Valentinas Vater sind nicht verheilt. Das sind Verbrecher und sie haben weder telefonisch kondoliert noch Blumen geschickt für eine 32-jährige Frau mit ihren kleinen Zwillingen, die sie umgebracht haben, die sie haben sterben lassen. Man kann sie nicht weiter verteidigen, indem man Unwahrheiten sagt. Das Recht von Frauen, frei über den eigenen Körper zu entscheiden, ist noch immer nicht selbstverständlich. Hier in Europa im 21. Jahrhundert. Thank you.